Ja, servus miteinander. Das ist der dritte Versuch zum, für unser Mediateam ein bisschen was aufnehmen anlässlich 10 Jahre INL-Meister. Die ersten zwei Mal sind so lang geworden, dass ich es gar nicht verschicken kann. Jetzt probieren wir es nochmal. Ich weiß einfach zu viel von dem Jahr. ECB. Wissen wir, was das heißt. Grün, weiß, schwarz. Never give up, whatever it takes. Kurz zusammengefasst, das war natürlich ein Wahnsinnsjahr, weil man es im Frühjahr 2012 unsere Heimstätte in Alberschwende zerstört hat. Der Besitzer, Gemeinde Alberschwende, hat die Orgner Lüb beauftragt, Mannsarbeiter Kühlleitungen zum Durchschnieder und gesagt, jetzt ist das Thema beendet. Ein Wahnsinn, was die Welt der Politik so für Stückchen treibt. Eigentum der öffentlichen Hand hat man, glaube ich, bis heute nicht so richtig mitgekriegt oder nicht mitkriegen wollen, wurden vernichtet. Glykol ist ausgeflossen, obwohl wir eh jedes Jahr als Freien abpumpt haben, verantwortliche Anlage, aber wäre eine eigene Geschichte. Ein Stoß mit dem Messer ins Herz, Verein vor dem Aus, wohl geht's weiter. Glücklich, dass Servus Repol, Servus TV wollten der Vorarlberger Markt, ein Bundesliga-Team da, Dornbirn hat das Rennen gemacht. Wir haben über die Startmöglichkeit gekriegt, um in Dornbirn zu spielen. Und mit dem Verein zusammen, mit Dornbirn ein Verein, das, weil sie natürlich am Vormittag trainiert haben, Profimannschaft, und so haben sie eine Möglichkeit gehabt, ihre jungen Spieler zum Aufbauen. Das war auch einer der Momente, wo das hingeleitet hat, weil von dort weg hat auch über dem Kopf und immer trainieren. Dann haben wir gewusst, wir sind eisläuferisch, stocktechnisch, eishockey-technisch sicher hinten in der Tabelle anzusiedeln, da haben wir keine Möglichkeiten. Ich habe aber dann schon gewusst und wollte, dass wir die fitteste Mannschaft werden, weil er zwar klar, Fitness hat nichts mit Eishockey-Talent zu tun, muss halt das Richtige trainieren fürs, aber wir können fitter sein wie jeder andere. Das war dann einer der großen Punkte, dass es nie mehr in der Geschichte des ECB auf eine Mannschaft geht, durch, wo so kompromisslos hart trainiert hat wie den Sommer. Mike Arnold, sei Dank im Olympiazentrum, hat mir geholfen, die Trainingspläne machen. Ich habe das Sommertraining im Alleingang mit der Mannschaft durchgezogen. Wir haben in der harten Woche, das waren immer drei harte und dann einmal wieder eine lockerere, haben wir immer sechsmal trainiert. Montag bis Freitag immer am Abend und am Samstag vom 9 bis fast um 1. Nach 3,5 Stunden Schweinetraining im Gelände, dann noch eine halbe Stunde Stabi und bombenfit, also unglaublich trainiert. Ein Jahr später und dieselben Spieler schon viel öfter gejammert und alles, aber doch haben wir unglaublich trainiert und jeder hat mitgezogen. Und gibt es keinen in Österreich, der das so umgesetzt hat. Denn was ich mir erinnere, wo wir alle, Sherman, Dave, Döcke, Harry Burkhardt, Dugi und wie sie alle geheißen, und Heide, wo die Mannschaft war, vom Karadam gestanden sind, gibt es ein Foto, wo wir anschauen und zeigen, dort tun, in der Riesenhalle, wo wir bisher Derbys geschlagen haben und probiert haben, die Gegner zum Schlagen, ist unsere Heimstätte neu. Und da werden wir allen zeigen, was los ist, wenn wir da über dem Kopf haben. Und da gehen wir jetzt all in. Uns, der eigenen Heimat vertrieben, da kämpfen wir dagegen sah. Es hat dann noch eine Sitzung hier im Frühling, Wechselliga, weil die Nationalliga zusammengerackelt ist, in der der ECB der längst gediente Verein der Neuzeit ist, seit 1999 ununterbrochen in der zweithöchsten Leistungsstufe. Also seit 1999 überregional und 2001 in der zweithöchsten Leistungsstufe ununterbrochen, sonst kein Verein. Sind denn alle die Farmteams ausgestiegen, die einen ausgestiegen, pleite sind gewisse Vereine. Es waren eine Zelle am See, mir, Lustenau, Feldkirch, die haben dann auch noch ausgestiegen wollen, die haben mich dann überzeugt, dass da bleiben und mit dem Verband zusammen die INL ins Leben gerufen. Und dann wollte man einen Plan, wo Anfang Februar fertig sind werden. Wie üblich, der Berger Zawal kämpft so für die Letztplatzierten, bis im März hineingeht, weil das sonst nicht finanzierbar ist. Und wie üblich hat es nicht geheißen, so für die Schwächsten in der Liga, sondern weg zum Berger Zawal und dem Gunther machen wir das so. Die Ländlervertreter können mir immer noch dankbar sein, weil sonst wären sie der Saison im Februar in Urlaub gegangen. Kleiner Hinweis.
Und muss immer auf das schauen, dass eine Liga kompakt bleibt. Ja, das war dann ein weiterer Punkt, weil natürlich ich in Doppelfunktion Trainer und Management und so weiter natürlich diese Sticheleien auch verwendet, um die Mannschaft heiß zu machen. Ein weiterer Punkt war, dass den Dornbirn Tryouts gemacht hat, wenn der McQueen, der erste Trainer, die Bundesliga nimmt. Und da ist einmal Spieler Bahn Christian gegangen, wo der Fuchs Mario und ich eigentlich entschieden haben, wir brauchen einen Leader. Und wenn so einen ins Team holen, Schwendi hat das auch noch ein Golfer dabei. Er hatte nicht so recht Weller, die man noch träumt von der Bundesliga. Sie haben ihn dann nicht genommen, hat böse angefangen, da hat er das Bindeglied dazu. Jawohl. Der hat das Bindeglied dazu gehabt und ja, wir haben aber den umgebrochen, der war und hat sich zu dem Leader entwickelt, den man dann Jahre später kennt hat. Oder ihr alle kennt habt, aber am Anfang hat man ernst erst investieren müssen, aber war ein wichtiger Punkt. Dann ist der Trainer gekommen. Der Trainer war der eigentlich vorgesehen, er hat einen Autounfall gehabt, hat nicht funktioniert. Last minute habe ich den Henke Alfredsen hergeholt. Dort hat es schon angefangen, das ist 2,5 Stunden später sind wir vom Flughafen gekommen, weil der ECB-Bus gestreikt hat und der Rost noch flicken hat müssen und komplett verschwitzt hat er am Flughafen angekommen und dann kam Henke. Eine Erscheinung. 150 Kilo in die Richtung, unglaublich. Auf zwei Barhocker ist er gleichzeitig geguckt. Ein Volumen, wie die Eishalle Dornbirn davor und danach nie mehr gesehen hat. Das war nicht der McQueen mit dem größten Volumen, das war der Henke Alfredsen. Und so hat er in der Saison viele, viele Emotionen gegeben, stimmgewaltig in alle Richtungen. Ja, wo denn der Henke da war und die Kennenlernphase. Ein hartes Training haben wir weitergeführt. Dann ist es uns gelungen, natürlich zum die richtigen Imports dazu verpflichten. Der Linus, der Nisse, Bär Svensson und der Kaupi, Anti. Und alle haben, da gibt es ja noch einen ORF-Bericht, alle haben super geschafft. Der Henke am Bau, der Anti auch am Bau. Ich glaube, der Nisse und Linus Wäscherei oder Kleiderbügel in der Firma Mevo. Und der sitzt zwar am Bau bei Oberhauser Schädlerbau und der Bär Svensson am Skilift Alba Schwendi auf jeden Fall auch. Und sonst, ja, und ob im Kleiderbügel oder was. Also alle voll drin gibt es und einen coolen ORF-Bericht. Auf jeden Fall am Anfang der Vorbereitung noch stotternd, hat dann der Henke gesagt, jetzt kommt bald Hilfe mit dem Linus. Dann haben wir gut ausgescoutet, der hat ja in der Juniorenliga in Schweden und in der dritten Liga einen Punkt pro Spiel gemacht. War sicher ein Eckpfeiler, dass das für unsere Möglichkeit, dass wir da wieder gut gescoutet haben. Und die sind in der Mannschaft reingekommen, die hat unglaublich hier geschafft. Die Schweden haben auch Arbeiterethik gehabt, das gleich durchgezogen. Aber dann an Punkt, das erste Spiel in Dornbirn, Vorbereitung. Im Henke auf der Bank, und der da mal angelaufen ist und da war mal ein Spick gehabt, ist mir fast abgeflogen. Dann sagt er, und dran, that will be a tough season. Sag ich, wieso? Look, und hat da so mal angeschaut, die Reishalle. So a big ice ring. And maybe 15 people. That will be a long season. Ja. Und das ist mir vor dem Spiel geblieben, das Ergebnis weiß ich nicht mehr, aber dass wir auch nach dem Spiel der Kassier auch nicht so einen Humor gehabt und Kuchen, weil man glaube 5 bis 7 kleine Bier verkauft und 4, 5 Limonaden und dann für die Helfer die Würst braucht und so ist nichts. Aber der Verein hat so extrem zusammengeschafft und haben wir gesagt, das ändern wir. Und haben dann auf Meisterschaft auch Aktionen gemacht. Das erste Meisterschaftsspiel war dann immerhin schon 100, 150 Leute, aber natürlich so eine Halle gar nichts. Und dann haben wir das kontinuierlich gesteigert mit viel, viel Aktionen. Und die Mannschaft war immer dabei. Die Mannschaft auf beiden Seiten haben wir mitgemacht. Verein mit der Mannschaft, Mannschaft mit Verein. Da war wirklich Zusammenhalt da. Und dann ein Eckpunkt natürlich die Derby-Siege, die wir dort gemacht haben. Unglaublich. In Fjelke da haben wir das erste Auswärtsspiel im Fjelke und gleich gewonnen. Und so ein emotioneller
Sieg. Und ich glaube, bei dem Spiel hat mir der Henke so gerne mal gefeuert auf der Bank, weil irgendwas nicht umgesetzt hat, wer will hat, aber ich habe noch keinen Verteidiger mit gehabt, wo man hinsperrt dann können. Also war eine ganz gelungene Situation, dann wieder hingestellt. Also da sind immer Emotionen hin und her gegangen. Und haben es gepusht. Für mich auch ein Highlight, wenn der Head Coach, der Henke hat so gut gemeint, und immer wenn ein bisschen was gesehen ist, hat er in einem kleinen Trainerräumchen, wir haben ja fast keinen Platz gehabt, ob sie haben da einer. We are hanging, we have to do something. Und der Wansch hat dann immer schon Angst gehabt, dass er auch in die Moska reden muss. Und hat dann mit mir schon einen Code ausgemacht, dass ich am Sack, wenn der Henke wieder sehr emotionell am Hanging ist, dass er sich hinschleicht, die Kabine nicht reden muss. Aber es ist natürlich keine Kritik am Henke, sondern seine Leidenschaft, die er gehabt hat, aber mit der haben auch alle rundum umgehen können müssen. Aber dieses Spiel, das wir da hatten, dieses Zusammenspiel, hat verrückt funktioniert und haben wir wirklich gut hergebracht. Also die Derby-Siege im Grunddurchgang, die Busfahrten, wie der Peter immer mitgelebt hat, doch noch teilweise alles eine Lur gefahren. Einmal, wo wir spät sind am Spiel gesehen sind, da hat Peter sich nichts geschissen. Da ist man auf dem Bannenstreifen Führung gefahren, dass man nicht spät kommt. Also der hat auch Bus fahren können, auch die Fahrt, was er denn alles gewusst hat. Und ja, aber das ist wieder eine andere Story. Und Derby-Siege gegen Sluschner natürlich. Ja, und immer Siege in letzter Minute, letzter Sekunde, weil wir so viel Energie hatten. Weil jeder das dann hat, was er können hat, und man körperlich brutal fit waren einfach. Und dann sind wir das erste Mal auf Slowenien runtergefahren. Und seit doch nicht haben immer das Wasser mit in Slowenien, aber doch meinte ich, ja, jetzt das haben wir nicht gedacht. Haben gleich ein gutes Hotel gefunden, gehört zum Übernachten, Doppelwochenende, zuerst in Laibach drinnen. Slavia Laibach, eine kleine Halle für also 800.000 Leute. In einem Vorort mit dem Bus kaum zwei gekommen. Häuser, die mit Stacheldraht umzäunt waren, mit Videoüberwachung. Haben wir schon gedacht, wo landen wir da? Und wirklich, in einem Vorort wie im Film. Also da haben wir uns nicht grob wohlgefühlt, wo wir zur Eishalle gekommen sind. Ein Schild da haben wir. Verbotsschild für Hunde. Ist geht ja noch. Aber als nächstes war ein Verbotsschild für Pistolen. Und das dritte ein Verbotsschild für Handgranaten. Denkt ihr, was ist jetzt los? Was sind die alles dabei? Und Alkohol hat man nur Huss ausgeschenkt den Leuten, weil es denen zu heiß war. Ist. Und wir haben dann dort in Slowenien noch ein Spiel gehabt, wo es der Schiri so abgepfiff hat, das war brutal. Zum Bansch hat er gesagt, stand up aus dem Bus, er hat das so niederprügelt, dass ich dann zum Schiri gesagt habe, also wenn das nicht unterbindest, das können die unsere auch, dann ziehen wir halt durch. Und das haben wir dann auch umgesetzt, das Spiel haben wir verloren, aber die Würde haben wir behalten. Ja, und dann am ersten Doppelwochenende kein Wasser dabei, gesorgt hat es das. Und Spiel 2 war in Triglav, brutal kleines Eisfeld, Linien, eine schief derner Kabine, ein Wahnsinn. Bei der einen ist wohl ein Kasten Bärs raus, wo alle Spanplatte zusammenbröselt, lauter Kellerrassler, man angerennt. Hygienische Zustände nicht ganz so gut. Und beim Aufwärmen zumal der Dave grün-weiß im Gesicht rausgesprungen, kotzt, aufs Klo hocken müssen, nicht mehr runterkommen. Der Nächste. Ja, haben wir Wasser von denen gesoffen gehabt, in Laibach drin und irgendwas aufgelesen. Und haben alle so auf einer Art Lebensmittelvergiftung gehört. Die einen hat es brutal erwischt, grün im Gesicht. Spiel mit 4 Reihen hätten wir gehabt, mit 9 Spielern haben wir fertig gespielt. Und am Montagtraining waren wir rein. Ich weiß, dass der Schörmann auch dabei war, beim Döcke bin mir nicht sicher. Und 2, 3 andere, alle anderen krank. Und im Bus der Peter als einziger Chauffeur und sind wir das Hotel nochmal angefahren, Tee gekocht, der Leute Tee gegeben, der Peter hat der Dave und der gerne mal laufen können, wir müssen den am Ende inliefern. Dann hat er aufs Klo geschlopft oben, ein Wahnsinnstrip, das ist noch eine Weile zurückgeworfen, war Mannschaft gehörig krank. Aber wir waren körperlich, haben wir es überstanden, weil wir fit und stabil waren und sind zurückgekommen. Und haben im Endeffekt den Playoff-Einzug mit einem Punkt geschafft. Also die Saison war, erzählt am See, in einer anderen Liga, 61 Punkte.
Triglav Krain und Slavia Laibach je 44 Punkte, ECW 42 Punkte, VU Feldkirch 41 Punkte und ERC Luschnow 38 Punkte. Das ja, da es eng war und geschafft haben wir es gegenüber Luschnow und Feldkirch nur, nicht weil wir der Eishockey technisch oder so besser waren, sondern weil wir einfach viel fitter waren und eine brutal eingeschworene Einheit und alle in Grund und Boden rennen können, checken können, einfach stabil waren. Die Imports sind auch, das hat auch passt, Gesamtverhältnis, aber ja, was hat es im Grunddurchgang noch gegeben? Fernsehspiel, wo man in Erinnerung blieb, das erste Fernsehspiel in der Geschichte des CCB und der INL. Die Mannschaft ist so am Vortag schon so aufgepusht gewesen, so aufgepusht worden, aber vom Henke und vor allem 6-1 im ersten, oder 6-0, glaube ich, im ersten Drittel. Haben wir es weggegangen, die Zella, gegen Zella am See, und alles gewonnen. Das Match ist dann, glaube ich, 7-1 ausgegangen. Also unglaublich, wie wir dort marschiert sind, was für eine Stimmung in der Halle sind, wie wir gefahren sind. Immer mehr Lücke. Oder mal eine riesige Diskussion, wo der Henke drei Kollegen da hat in der Wirtschaft, alle gesagt, wir müssen noch mehr trainieren. Und der Henke hat gesagt, nein, jetzt wird es Zeit, dass wir mal weniger tun. Und mir gern denen frei, dass sie dann frisch sind für Winnechter oder über Winnechter. War eine lange Diskussion. Man hat der Mannschaft die Woche freigegeben. Das war eine der einzigen Mannschaften, wo ich noch das Vertrauen hatte, die Woche verwendet haben zum Freimachen im sportlichen Sinne. Regenerativ, auf sich schauen, bei der Familie sind, nicht vorgegangen, nicht über die Stränge schlagen, alles ready sind fürs nächste Saisonabschnitt. Und die haben das so dank, wir glauben noch 10 oder 8 Spiele hintereinander gewonnen. Das war auch, glaube ich, dann nach dieser Krankheit und allem haben wir das gebraucht. Und noch ein Highlight, wo der Henke gesagt hat, comes a tough time, now tough time, und dann we have to do something for the girlfriends. Also, wo wir die Weiber eingeladen haben auf eine Party, damit, wenn jetzt Buben mehr fort sind und mehr Spiele und mehr Trainings dann haben und Doppelwochenende, der Henke gesagt, in dem Alter hat immer die Weiber die Hose an, jetzt muss man es wieder machen, hat einen gehörigen Einkehrschwung hier, wo man die Damen dazu eingeladen hat und war auch ganz lustig, wie er das reingeworfen hat. So sind wir nach einer langen Saison mit einem Punkt Vorsprung in die Playoffs gekommen und im Halbfinale auf Zell am See. Und da kommt jetzt noch die Monika ins Spiel. So heißt nämlich der Meisterpokal, Monika. Wieso erfahren wir denn? Wir haben Halbfinalserie gegen Zell am See und da hat man zwei Spiele zuerst beim besser platzierten Verein gespielt, dann zwei Spiele daheim und Entscheidungsspiel Best of Five, dann wieder beim besser platzierten, das war natürlich Zell. Wir krass Außenseiter mit einem Punkt gerade in den Playoff geschlittert, aber natürlich seit langem sehe ich mal ECB, wir sind ja 10 Jahre lang immer hinter oder immer letzt gewesen, jetzt sind wir in den Playoffs und die Ländlevertreter sind die anderen zwei Ländlevereine Lustenau und Feldkirch sind im Urlaub. Und das war schon eine besondere Leistung und der ganze Fokus vom Land ist dann natürlich auf das Wintermärchen ECB gegangen. Wir haben da immer mehr Zuschauer gekriegt. Jetzt sind wir nach Zell gefahren, haben dort im Gasthof Nindl am Doppelwochenende geschlafen bei der Monika. Gebürtige Wälderin, wo wir schon junger mit 60, 70 Jahren, wenn man dann mit einem Zugticket und Rucksack quer durch Höchstwich ist, wenn man dort schon zugehört und die Monika, die hat ja alles dann für die Mannschaft da Schäl aufgehängt, im Nindl sind wir verpflegt worden. Monika hat noch den Bodenball gesegnet, wo auf dem wir gefahren sind. Ja, halt. Die Mannschaft hat die gleich aufgenommen, es war ein Herz und eine Seele und die ist in dieser Halbfinalserie mit so vielen Anekdoten so wichtig geworden, dass man später den Meisterpokal Monika getauft hat. Sie war die Pokalpatin und ist dann auch tatsächlich auf der legendären Meisterfeier im E-Werk persönlich vor Ort gewesen. Es werden deren viele nie mehr vergessen. Ja, wir haben dann das Spiel in Zell am See 2-6 verloren. Sie waren klar besser, aber der Henke und ich und die Mannschaft hat gespürt, das geht jetzt. Sie haben dann zum Schluss sehr überheblich gespielt. Und wir waren schon der Meinung, dass sie waren wahrscheinlich meinen, sie hätten das jetzt schon leicht im Sack. Und wir müssen sie einfach den Spiel 2 komplett überraschen. Wir sind zurück ins Nindl, Monika hat das gekocht.
super betreut, wir haben professionell am Morgen gefrühstückt, Warm-up, alles tipptopp gemacht, Fans sind angereist, haben eine Bombenstimmung in der Eishalle gemacht und wir haben gewusst, wir müssen wie so eine Rakete starten und haben ein unglaubliches Drittel Starter gespielt, haben das Drittel 4-1 gewonnen, haben sie komplett am falschen Fuß erwischt, sind also gemeint, das geht leichter. Und was sie gemerkt haben, was die Stunde geschlagen hat, haben wir hinter Beton angemischt und nichts mehr zu lang. Zwei Drittel lang, Drittel 2 und 3 0-0 gespielt, super Defensivleistung gebracht und diesen wichtigen Sieg haben. Ja, Euphorie geweckt, daheim mit Transparente, Mitte der Nacht, Konrad Willam, Waldner, Daniel und so vom Vorstand organisiert, keine Fans sind da gestanden, mit Transparente die Mannschaft empfangen. Spiel 3, Heimspiel daheim, organisiert, dass der Fanclub am Morgen früher beim Warm-up, beim Morning Skate in der Eishalle ist, wenn die Mannschaft aufs Eis kommt, trommelt und Stimmung macht, Wälder, und jetzt ist die Mannschaft mitgerissen, die Spieler haben brennt, zaubert der Herzschlag, Spiel geleistet und im Penaltyschüssen 3-2 gewonnen. Super, das nächste Spiel wieder an die 2000 Leute in der Halle. Gaskier, Zell am See auch super gespielt und hat das 3-1 besiegt. Somit 2-2 in der Serie und Entscheidungsspiel in Zell. Wir haben dann gesagt, wir reisen dann einen Tag früher an, dass wir einfach den Tag vorher dort sind. Und da gibt es eine Episode, ihr wisst wenige. Da bin ich mit dem Schneider Günther im Lift gesehen. Dann sagt der Günther jetzt mal, weil wir sind am Abend gerade abgefahren. Hinter einem Lift, er hat es am Auto geholt. Und dann sagt der Günther, da schmeckt so komisch. Ich muss schauen, was da los ist. Da stimmt jetzt nicht. Wir haben so schon ein bisschen geschmeckt. Und wir sind aus der Halle rausgekommen und wo wir auf der Autobahn ist oben lang gefahren sind Richtung Tirol. Also ich glaube, ich weiß nicht, waren wir schon zu Fjalke gerade. Ist in den Handys überall aufgeleuchtet. Grossalarm, Eismessestadion Dornbirn. Kleiner Moniakus gekommen, glaube 100 Führwähler da sind, stellen denen vor. Wir wären noch in der Halle gewesen, mit der Ausrüstung nichts mehr holen dürfen. Also wieder, wir sind gerade dem entronnen. Sind zu Monika ins Nindl gefahren, super empfangen worden, sogar Fans sind schon mitgefahren, einen Tag früher, glaube ich, dort geschlafen. Oder sind am nächsten Tag hoch, auf jeden Fall. Haben wir uns die ganze Zeit darum bemüht, zum Morning Eis zu kriegen. Die Zeller haben da Ausreden am anderen gehabt. Einer der Vorstände, der damalige Obmann, hat sich einige Jahre später bei mir für das entschuldigt, im Verein, dass sie dort eigentlich nicht korrekt gehandelt haben. Man muss ja am Hoch anrechnen. Aber in der Zeit hat es natürlich brutal aufgeregt. Also haben kein Eis gekriegt. Sie sind natürlich dann in die Halle schauen. Das Eis war frei, man hat das einmal nicht aufgelangt. Aber das war Munition für unsere Ansprache, für unsere Rede, für die Mannschaft. Wir haben trotzdem in jeder Halle da mal, im Feld draussen ein Warm-up gemacht, Schuhe gerichtet, Schuhe geschliffen. Da war schon gehörig Pfeffer. Zeug ab vom Zell, also so super sportlich haben sie sich in Hiccup verhalten, aber das war Energie pur. Und in der Halle war eine Stimmung, da sind Wälder Fans und Büsten gesehen mit Klepperern und Brummler und Sirenen. Wir sind reingestartet und das war ein Spiel, also jeder gewusst, um was es geht, ein typisches Spiel 5 in einer Serie, wo über 5 geht. Sehr taktisch geprägt, abwartend, 1-0 hinter, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, glaube ich, Andi Beiter einen reingehaut. Ich glaube, zwei Tore hat er die ganze Saison geschossen und die haut er rein. 1-1 und so sind wir in die Verlängerung gekommen. Und in der Verlängerung war es, glaube ich, Harry Burk. Ich weiß nicht, war es 20 Tore die Saison, aber ja, halt sind wieder Leute aufgestanden und haben sie reingehaut und hat es ins Finale geschossen. Unglaublich, wir sind im Finale. Es war übrigens das zweite Finale der Saison, was ich am Anfang vergessen war, noch in der Preseason in Mirandona. Das Turnier, wo man so gerne Bozen weggetan hat, wo man es kaum glaubt wollen und wo man gewonnen haben, wo euer Zeug passiert ist. In der Saison ist Zeug passiert, das fällt mir erst vorne zu hin. Ja, unglaublich, auf jeden Fall waren wir im Finale. Zugang ist das Gaudium, man hätte es nicht glauben können.
Natürlich gibt es alle Leute, die dann sagen, und jetzt noch der Titel. Aber es ist ja logisch, dass wir alles gier haben. Aber nach all den Jahren Finale. Und das gegen Laibach. Und wieder zweimal auswärts begonnen. Und wieder runtergefahren mit Peter. Wieder einen Tag früher, das mal. Und es hat sich rentiert. Wir haben wieder in unserem Marincheck übernachtet. Draußen wird es früher. Jetzt sind wir ein super Schaumschnitte hier. Oder wie die süßen Dinge kosten. Und dort hat man schon gekämpft mittlerweile. Wir haben immer dort geschlafen. Und gegessen. Und sind dann auf Laibach. Und eine brutal emotionelle Partie haben wir in Penaltyschüsse 3-2 gewonnen. Tag 2 sind sie dann über uns gewesen, haben 1-4 gewonnen, aber wir haben den wichtigen Auswärtssieg mitgenommen. Und Osterwochenende, Eishalle Dornbirn hat Eis abgetaut, zu, wenn wir so umsiedeln, schon vor das Finale begonnen hat, also nach dem Heimspiel gegen Zell am See, haben wir das Eis abgetaut, haben wir von dort weg in Feldkirch trainiert und gespielt und dann zurück in die Vorarlberghalle und es ist das Osterwochenende gekommen. Und das dritte Finalspiel und ja, jetzt hat das Freikartenbruch, Presseanmeldungen. Martin Böckle, mit dem wir den super zusammengeschafft haben, hat mir letztes Mal angerufen und mir erklärt, wie die Marke ECB gestiegen ist, was für ein Hype. Ich habe mich dann gewundert, was will der Mann von mir, den kenne ich ja gar nicht, aber es hat sich nachher eine super Zusammenarbeit entwickelt. Wenn wir so Leute anwerben, dass wir überhaupt das abwickeln können, da sind viele jetzt in leitender Funktion beim ECB, die dort dazugestoßen sind. Ich glaube auch die Kleber Brothers. Und so, glaube ich, fast 4000 Leute beim Spiel am Samstag und haben Aktion gemacht mit Schilder, Wälder, Halle, alle Leute klatschen, Wälder, Halle. Zugang ist, als Mannschaft hat vibriert. Und sind rausgefahren und haben ein Feuerwerk abbrennt nach einer Bundeshymne und haben ein 5-2 das Spiel gewonnen und dann wollten am Ostersonntag natürlich alle bei der Sensation beim Wintermärchen dabei sein, wenn der jahrelang letztplatzierte ECB am Ende der Meister holt. Halle ausverkauft, hat es glaube ich noch nie gegeben seit dem Euroliga-Sieg. Von Ferlke war das dann das erste Mal wieder, dass sie ausverkauft war mit so einer brutalen Stimmung. Zugang ist, dass die Leute haben klatscht, Wälder, Wälder, unsere Kabine hat das vibriert, ich erinnere mich noch heute, unsere Spieler waren weiss wie Tapete, wie die Wand, hast du keinen Unterschied gesehen, hast du das Gefühl gehabt, wir sind nur nervös, also mein Gefühl war nicht so, dass wir es, war nicht optimistisch innerlich, dass wir es gewinnen. Der Gebi wollte dann den Heiratsantrag machen, Carmen, auch das haben wir noch geschaut, dass es genehmigt wird für die Liga, für die Schiri, hochemotionell, wer das gemacht hat und gut ab für so viele Leute und die halbe Halle hat Schröhrlang und auf der Bank haben sie Schröhrlang zugegangen ist es. Ja, und da waren einfach viele Ablenkungen umeinander und die anderen waren dann über uns, wir waren uns nervös und haben das Spiel 6-2 verloren und viele Köpfe hängen lang und jetzt waren es die Wälder nicht und im VIP da mein Interview hat man mir irgendeine Frage gesagt, ja super Saison, aber leider haben das jetzt halt doch nicht ganz gemacht, da bin ich dann so verrückt geworden, gesagt, was wollt ihr alle? Wir machen das auch in unserer kleinen Gruppe. Wir sind jahrelang in der eingeschworene Hufe und wir machen das. Also ich glaube, außer uns hat keiner mit dran geglaubt. Außer diesen vielen Fans. Ich glaube, 3 Busse, die mitgefahren sind mit Reporter, allem drum und dran. Und dann ist das Spiel 5 in Laibach gekommen. Der Linus hat nicht mehr laufen können, hat ein Leihsterz. Hat man sich irgendwo in Laibach einen Doktor auftrieben, der hat nicht... Oder in Krain, der Doktor hat nicht Deutsch können, nicht Englisch können, der Kerl hat übersetzt, in der Berserkammer vom Hotel hat der Linus mir die Hose angetan, dort hat man eine Spritze links oder 2 Spritzen links, rechts in den Arschbacken gehauen. Er hat gemeint, man muss vorne sein, Zugang ist, also er hat nicht mehr hocken können. Im Spiel hat es dann auf jeden Fall funktioniert. Und dann sind wir brutal gestartet, 4-1 geführt und dann ist der Zitra gekommen, haben wir kurz vor Schluss 4-2 gekriegt, 4-3. Übrigens auch in dem Spiel ein Treffer von David Mikutsch, die gibt es auch nicht so viele. Einmal hat er perfekt umgesetzt, was ich heute noch der Verteidiger sage. Hauptsache sie fliegt aufs Tor, 50 cm hoch, auf das kurze Eck, damit es keinen Konter gibt. Und perfekte Schiene geflogen, perfekter Verkehr vor dem Tor. Im Endeffekt war das Game-Winning-Goal.
Und dann schießen die es 4-2, 4-3, Heidinger, Christian, kann ich mich nicht mehr, der hat zittert, Husser, die halber hätten Nerven vorgeworfen, ich bin gerade wieder im Vierer drinnen. Und ich glaube, der Henke hat mir in der Unterzahl kommen müssen. Ich bin überzeugt, wir haben 5-3 Überzahl gehabt, weil die Slowener Nerven vorgeworfen haben. Und es ist noch ein paar Sekunden zum Spielen gegangen und wir haben die Scheibe hinterm Tor. Per Wolf hat die Scheibe hinterm Tor. Und eigentlich spielen wir das heim. Flügel fahrend an, kommt tief an der Bande. Der Center läuft richtig mit. Er muss eigentlich nur rauslaufen. Links, rechts, einen am Scheibe an spielen. Wir fahren auf, schießen sie tief. Sieg, Meister. Nein, Nerven versagt. Er passt für drei Slowenen, die umeinander sind. Genau die zwei im Slot, die sind natürlich Vollgas gekommen. Ich glaube, sie haben den Goalie auch noch rausgenommen. Erwischen Schieber, stand 2-0 vor dem Per Svensson. Der kommt raus wie ein Fidschi-Pfeil, eine Parade. Wer das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Das hat die Meisterschaft gerettet, weil ich glaube, bei Ausgleich hätte man es nicht gemacht. Und rettet der uns. Und noch 4 Sekunden zum Spielen. Face-off im Morgen Drittel auf der Bank ist zugegangen. Brutal. Anspannung pur. Und die 4 Sekunden, die waren so lang. Und dann haben wir es gemacht, den Schlusssirenen. Der Henke und ich, was sind. Wie zusammen gesagt, wie wenn man eine Kugel in den Kopf. Wie ein Schuss auf der Bank und haben es nicht glauben können. Der Henke, 150 Kilo, mag Schröllang. Ich glaube, wir sind auch Trainer fast gekommen, der ganze oder später. Am Anfang war ich einfach nur müde. Da ist der ganze Druck abgefallen vor einem Schlag und man hat den Titel geholt. Zugegangen ist es. Und ich kann mich erinnern, wie der Peter Schramm und der Christian Gross, war Ligasprecher, haben die Medaillen überreicht. Der Peter Schramm zu mir sagt: Danke, Guntram, dass ich es nicht den Slowenen überreichen muss. Und ihr Wälder habt es allen gezeigt. Du hast immer wieder gesagt, irgendwann wird es hier nicht letzt und vielleicht Meister. Ich hätte es nie geglaubt. Das ist unglaublich. Und ja, der Peter Schramm weiß wahrscheinlich, von was ich rede. Er hat da viele Sitzungen geleitet, dachte mal. Ja, auf jeden Fall unglaublich. Die Fahrt heim mit Peter Felder am Steuer. Ungleich besser wie die Kotzfahrt. Und der Henke hat mit Peter bis am Morgen, Henke behauptet immer, er sei der Einzige, der wach war. Ich war auch wach, er ist genossen, wie die zwei Herren da vorne über Sonnenaufgänge und was sie was diskutiert haben. Zugang ist es im Bus. Dem Haris Savanovic und dem Holzer hat man die Staatsbürgerschaft noch verliehen oder einen Antrag gestellt im Hotel. Wir sind abends ins Hotel gefeiert. Am Morgen um 7 Uhr heimgekommen. Ja, riesige Feier. 3 Tage lang hat man durchgefestet. Das hat man sich verdient, aber das ist normal ein Stoff zum Verfilmen. Da gibt es so viele Sachen. Aber jetzt komme ich zum Ende, hör auf, Schwafler, was ich sagen will. Und danke den Spielern auch. Und wenn so alle zurückzahlt, das waren einfach noch Vereins. So wie heute haben wir einfach die wenigsten finanziellen Mittel gehabt, aber die Spieler sind lang nur zusammengeblieben als Truppe und wir haben immer wieder gesehen, wir schaffen das. Und ist einen Weg zu Ende gegangen, bis ganz an die Spitze. Da ein Häusle Stefan dabei war. Alle, wie sie geheißen sind, die den Sprung nach oben gemacht haben. Aber wir sind den Weg zu Ende gegangen. Und es gibt immer wieder auch höher wieder Vereine, die wenn sich Titel kaufen, können das vielleicht auch. Aber das ist nie so, wenn eine eingeschworene Truppe vom letzten Platz bis zum ersten geht. Und ich hoffe, dass es gelingt, solche Charaktere von Spielern wieder zu produzieren und zu fördern, die mit uns den nächsten Weg bis in die Wälderhalle gehen und dann dort den ersten Titel holen. Weil das rausgeschafft ist einfach richtig gut und diese Geschichten kann nur der Sport schreiben. Und wir haben nur ein paar erzählt, damit wir noch mehrmal was zum Erzählen haben. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Spaß gehabt und dass unser Mediateam mich so zusammengeschnitten hat, dass nur das Interessanteste für euch umgekommen ist. Das Allerwichtigste ist, bleibt dem ECB treu, kommt auf Matcher, fiebert mit dem Verein mit, genießen immer, wenn wir Erfolge haben, weil sie haben ja vom Meistertitel redet man 10 Jahre, für den Niederlagen nicht so lange, aber man muss verlieren können und viele Niederlagen instecken, um solche Siege zu feiern. Für das kommen wir zusammen. Also Leute, auf und drauf, weiter geht's.